Hallo, wir sind Schüler der Heinrich-Schickhardt-Schule in Freudenstadt und dieses Jahr haben wir an der Schüler-Ingenieur-Akademie teilgenommen. Das Projekt war so anspruchsvoll wie auch faszinierend. Einen humanoiden Roboter bauen. Eine große Herausforderung. Fast ein ganzes Jahr lang haben wir uns mit diesem Thema befasst und bevor wir Ihnen nun zeigen, was Robert, unser Roboter, so alles kann, wollen wir Ihnen kurz erklären, wie wir ihn gebaut haben, wie er entstanden ist und was für Funktionen er ausführen kann. Nachdem die Aufgabenstellung bekannt war, wurde mit der Konstruktion begonnen. Als erstes haben wir ein Skelett mit Hilfe von schwarzen Fischertechnik-Grundbausteinen erstellt. Durch den pneumatisch angesteuerten Zylinder im vorderen Teil des Kopfes kann der Mund geöffnet und geschlossen werden. Ein zweiter Zylinder sorgt für die Anhebung und Senkung des hinteren Kopfteils, wodurch eine menschliche Nickbewegung entsteht. Zusätzlich wurden Lichtleiter als Haare eingebaut und zwei rote LEDs, die die Augen darstellen. Interessant und ein Hingucker sind natürlich die vielen Funktionen des Roboters. Die dafür zuständigen Bauteile liegen im Oberkörper. Da dieser das Bindeglied aller Extremitäten ist, muss er sowohl stabil als auch funktionstüchtig sein. Insgesamt haben wir 3 Prototypen gebaut, bis wir nun den besten entwickelt haben. Der Oberkörper ist außerdem die Schnittstelle zur Steuerung. Robert wird am PC über das Bedienfeld des Programms RoboPro via WLAN und Bluetooth gesteuert. In das Handgelenk wurde ein pneumatischer doppelwirkender Zylinder eingebaut, der für das Öffnen und Schließen der Finger zuständig ist. Ein weiterer Zylinder befindet sich im Ellenbogen, der den Unterarm beugen und strecken kann. In der Schulter treibt ein Encodermotor eine Kette an, welche die Kraft an eine Getriebeschnecke weiterleitet. Dadurch kann der komplette Arm nach hinten und vorne bewegt werden. Eine große Herausforderung waren die Füße, da diese unser größtes Problem darstellten. Dabei haben wir die gesamte Zeit über verschiedene Konstruktionen und Prototypen entwickelt, die unser Roboter fortbewegen sollen und das gesamte Gewicht halten. Die Ketten, auf denen der Roboter läuft, werden von je einem Motor über eine Untersetzung von 1:3 angetrieben. Außerdem ist vorne und hinten ein Ultraschallsensor angebracht, der je nach Programmierung dafür sorgt, dass der Roboter, wenn er vor einem Hindernis steht, dieses erkennt. Fischertechnik. Technik spielend begreifen.